Herzlich willkommen zum wohl schnellsten Podcast der Welt. Ich bin Matthias Meindl und bei mir erfährst du alles rund ums Motorrad auf der Rennstrecke. Viel Spaß! Ich habe heute bei mir im virtuellen Studio, im virtuellen Podcast-Studio quasi, einen Rennstreckenveranstalter, der natürlich von der momentanen Krise schon beeinträchtigt wird und auch dementsprechend betroffen ist. Und ich darf begrüßen unseren Frenki von GH Moto an der anderen Leitung. Frenki, grüß dich. Ja, hallo Matthias, grüß dich. Jetzt ist es natürlich so, erst einmal, wie geht's dir denn in der Situation? Bist du gesund oder bist du krank oder wie geht's dir? Na, Gott sei Dank, alles wohlauf, in meiner ganzen Familie und in meinem Umfeld wüsste ich nicht, dass irgendjemand krank ist, Gott sei Dank. Das ist auf jeden Fall schon mal super zu hören. Bei uns, Gott sei Dank, bis jetzt heute auch nicht. Was ist jetzt dein Job? Du bist Rennstreckenveranstalter, wir arbeiten ja auch viel zusammen, aber für die, die das nicht wissen. Du lebst ja quasi davon, Rennstrecken-Events zu organisieren im Laufe der Saison, über die Saison hinweg. Und dein Job ist ja jetzt mehr oder weniger komplett stillgelegt, oder? Bin ich da richtig? Naja, stillgelegt vielleicht zwar von den Veranstaltungen vor Ort, die geplant gewesen wären, aber Büroarbeit ist eigentlich mehr als üblich zu dieser Zeit. Ja, das kann ich mir vorstellen. Was ist jetzt da die momentane Tätigkeit? Haben jetzt da einen Haufen Leute da, die wo jetzt quasi anklingeln kommen und sagen, oh, scheiße, und was ist jetzt da die Tätigkeit im Moment? Naja, ich muss da ganz ehrlich sagen, also ich bin eigentlich in dem Moment jetzt eigentlich fasziniert, wie, ja, ich sag's fast, diszipliniert die Fahrer jetzt alle sind. Man merkt, sie haben jetzt auch andere Probleme, wahrscheinlich mit dem Job, mit einer eigenen Firma oder mit was auch immer und sind somit eigentlich, also es hat, wie das Ganze ausgebrochen ist oder man das Ganze gekehrt hat, ist bei mir das Telefon übergegangen mit WhatsApp, mit SMS, mit Messenger, auch E-Mails und so weiter. Ich bin gar nicht mehr zurechtgekommen, dass ich das alles beantworte. Ich habe dann, glaube ich, das Einzige gemacht, was man in der Zeit eigentlich machen kann. Ich habe meine Homepage aktualisiert, einfach im Endeffekt dann mindestens zweimal am Tag oder jetzt halt immer, wenn es Neuigkeiten zu berichten gibt. Hab dort aber auch den kleinen Absatz reingeschrieben, dass ich die Leute wirklich höflich ersuche. Sie sollen jetzt momentan von diversen, ich sage jetzt einmal, unnötigen Fragen einfach Abstand nehmen, einfach aus dem einfachen Grund, wir haben es beantworten nicht mehr geschafft. Und da gehen dann logischerweise WhatsApp oder Messenger-Nachrichten oder E-Mails einfach unter und verloren und dann hat man vielleicht gar nicht geantwortet und dann sagen die Leute vielleicht, nur wird der schreibt ja nicht einmal zurück, was alle, die uns kennen, im Normalfall sicher nicht so ist. Ich glaube, es gibt nicht viele schnelle Antworten wie mir, weil wir ja im Endeffekt Tag und Nacht für die Kunden da sind, nur wenn das natürlich so überhand nimmt, dass das Telefon gar nicht mehr aufhört, ja, dann wird es halt schwierig. Und ich habe da eben den Absatz reingeschrieben und ich muss ganz ehrlich sagen, wie ich das reingeschrieben habe auf die Homepage und hab natürlich über Facebook dann die Leute aufgeklärt, dass auf der Homepage News stehen. Und ich glaube, die Leute haben das gelesen und haben auf einmal alle ein bisschen nachgedacht und haben verstanden, okay, wenn ich was Wichtiges habe, kann man natürlich jederzeit mich anrufen, nach wie vor oder E-Mail schreiben, aber diese unnötigen Sachen, weißt du schon, ist der Event jetzt oder nicht? Weil, weißt du, erstens, wir haben sehr viele Jahreskartenfahrer und zum Glück, und wir haben aber natürlich sehr viele Fahrer, die nur einzelne Events gebucht haben, einen oder mehrere, und wenn da jetzt jeder sein Telefon nimmt und denkt sich so, jetzt frage ich beim Frank auch schon mal nach, wie sicher sind jetzt die Events, dann bricht das zusammen, das geht halt leider nicht. Aber ich muss sagen, die Fahrer sind sehr, sehr, sehr meiner Meinung nach gut und checken das und lesen einfach auf der Homepage nach, was wir für die News einschreiben, wie es mit den nächsten Events ausschaut. Zwar haben wir ja schon absagen müssen, jetzt Rijeka, Grobnik und Misano. Und jetzt warten wir im Prinzip gerade, wie es sich am Pannoniering weiterentwickelt. Vom heutigen Tag könnte man schon sagen, wir sagen ab, nur das mit dem Absagen. Aus Veranstalter-Sicht, da muss man natürlich aufpassen. Das wissen vermutlich die Leute ja nicht, nur es macht einen riesengroßen Unterschied, weil ich glaube,
dass das eh nichts wird oder weil wir sowieso nicht einreisen können, jetzt absage, ja, oder der Rennstreckenbetreiber das absagen muss, weil wir ja gar nicht rein dürfen. Das ist ein großer Unterschied, zumindest vertraglich gesehen, was wir mit den Rennstrecken haben. Absolut. Ich möchte jetzt auch dazu sagen, ich habe ja diese Welle, sagen wir, wir haben da wirklich ein bisschen so Laola-Welle erwischt. Ich meine, zu dem Zeitpunkt, wo man festgestellt hat, okay, also es ist ja losgegangen eigentlich mit Kroatien. Kroatien sagt Einreiseverbot, ab somit war ja Rijeka, das erste Frühlingsevent für uns ja gestrichen. Ab diesem Zeitpunkt ist schlagartig die Anfrage auch bei mir natürlich da gewesen, was ist los, was machen wir, was ist die Alternative? Und wir waren ja erschlagen von der Situation, ne? Weil wir haben ja keinen Dunst gehabt, was soll man denn jetzt machen? Wir sind ja da gestanden und wir zwei haben telefoniert und dann hat man mit der Wand, aber du hast ja nicht gewusst, ne? Und zu dem Zeitpunkt, muss ich sagen, haben die Leute schon relativ, unangenehm gewesen. Natürlich, weil die haben sich gefreut, verständlicherweise, ja. Aber wenn man dann merkt hat, okay, wie ernst die Situation jetzt wirklich geworden ist, mit bei euch in Österreich ja wirklich Ausgangssperren und alle Grenzen zu, dann hat man gemerkt, okay, das ist so ernst und dann ist jeder eigentlich besänftigt worden, hat sich gedacht, oh, jetzt ist gerade richtig was los, jetzt ist gerade richtig unangenehm und dann merkt man auch, wie dann die Prioritäten sich verschirmen und dann verstehen die Leute auch und das ist auch der Grund unseres Podcasts heute, dass man die Leute zu verstehen geben, was der Veranstalter in dem Moment für Gedanken hat, was der arbeitet im Moment und uns eigentlich Existenzängste hat. Und auch die Message an die einzelnen Personen, die jetzt da Nenngebühr eingezahlt haben und die gebucht haben, dass man einfach sagt, okay, Leidels, wir tun alles, was in unserer Macht steht, aber bitte seid im Moment ein bisschen solidarisch, weil wir können gerade nicht aus, wir können nichts machen, ne? Das ist halt so. Ja, genau so ist es. Und so wie auch zum Beispiel ein paar große deutsche Veranstalter da schon ein Schreiben verfasst haben, was auf Riesing-Verfahren, die ja da halt hergezeigt wurde. Genauso ist es im Prinzip. Sie haben es im Prinzip auch auf den Punkt gebracht. Ja. Wir sitzen eigentlich wirklich alle in einem Boot, um in ihren Worten zu sprechen. Also ja. Die Rennstreckenbetreiber, wir als Veranstalter sitzen genau in der Mitte und der Fahrer. Und die Wahrheit ist, wir müssen jetzt einfach vernünftig sein, alle miteinander und schauen, wie kommen wir am besten aus der Misere raus, ohne dass irgendeiner zu einem großen Schaden kommt. Und ich glaube, schon in der letzten Woche, zumindest jetzt bei uns, jetzt kann ich nur von mir reden, von unserer Firma, wir haben natürlich mit allen Rennstreckenbetreibern Kontakt gehabt und ich bin sehr positiv überrascht, dass da jetzt auch ein sehr großes Entgegenkommen ist, ohne jetzt auf die Verträge Punkt und Beistrich zu beharren, weil die Leute können sich vielleicht nicht vorstellen, aber unsere Verträge, was wir mit den Rennstrecken teilweise unterzeichnen, das sind eigentlich Nebelverträge, ja. Die will man sich vielleicht besser gar nicht auf Punkt und Beistrich durchlesen, aber alle Rennstrecken, mit denen ich bis jetzt Kontakt hatte, also mit allen, wo ich heuer eine Veranstaltung habe oder wir von GeoMoto, da war kein einziger, der irgendwie jetzt gleich einmal auf Stuhl geschaut hat oder irgendwas oder vielleicht irgendwie einen Vertrag in den Mund genommen hat, sondern ja, wir werden eine Lösung suchen, mit der wir alle leben können. Und genau das ist da passiert. Also die Leute müssen sich das so vorstellen, wir zahlen ja monatelang vorher die Strecken schon an, ja. Und die letzten Wochen, je nach Strecke ist das unterschiedlich, aber meistens so 8 oder 10 Wochen vorher ist der Event ausbezahlt, schon fertig von uns. Also meine Events, alle, was jetzt waren, März, April, Mai, sind alle schon vollkommen bezahlt und die Leute wissen ja, da geht es um viel Geld. Und darum ist es ja auch so gut, dass die Fahrer jetzt nicht das Geld von uns zurückverlangen. Ja. Auch nicht, wann ein Event abgesagt wird, weil das ist das Einzige, was uns eigentlich in Schieflage bringen könnte, ja. Weil wir kriegen das Geld von der Rennstrecke nicht zurücküberwiesen, können wir auch schlecht fordern, weil sonst hätten die dasselbe Problem und wir bringen vielleicht eine Rennstrecke um, ist ja nicht in unserem Interesse. Wir wollen ja, dass es nach dem Coronavirus gleich weitergeht, wie es vorher war, hoffentlich. Also im Endeffekt muss auch jeder von uns schauen, dass man halt mit so wenig
Verlust als wie möglich auszukommen, und das ist, indem uns die Rennstrecken zugesichert haben, oder wir zumindest haben sie es zugesichert, dieses Geld wird weitergeschrieben zum nächsten Event oder ja. wenn heuer keiner mit, auch auf nächstes Jahr. Und das ist natürlich für uns total positiv, weil wir wissen, wir sind um unser Geld nicht gestorben. Und in dem Sinne habe ich auch dann das auf die Homepage reingeschrieben, ich garantiere einem jeden zu 100%, er ist um sein Geld nicht gestorben. Ja. Er kann das, wenn ein Event angesagt wird, bei anderen Events verfahren, also verbrauchen, und wenn er heuer kein Event mehr findet bei uns, ist es kein Problem, schreiben wir natürlich auch ins nächste Jahr, kein Problem. Ja. Und ich hab's auch gesagt, sollten Fahrer dabei sein, die vielleicht in finanzielle Nöte kommen, weil ein Job verloren hat oder irgendwas, einfach, das würden wir natürlich auch honorieren und uns solidarisch zeigen, und denen würden wir natürlich auch das Geld zurücküberweisen, weil wenn man eins nicht wohin ist, dann ist, dass irgendein Fahrer da jetzt in irgendwelche finanzielle Nöte kommt, weil er bei uns die Treue schon gesagt hat und bei uns Events gebucht hat, dann würden wir ihm das natürlich auch zurücküberweisen. Das ist eine ganz klare Geschichte. Wir wollen ja, dass der, wenn er sich wieder davon hat, wieder bei uns fahren kann. Ja, naja, es geht ja mal nicht um den, der Einzelne wäre ja auch nicht der, der dich als Veranstalter oder mich als Coach in eine Problemzone bringt. Wir reden da vielleicht mehr, dass man das auch dem Zuhörer erklärt, mehr mit der Masse. Wenn man einfach mal so eine Milchmädchenrechnung, sagen wir mal, die Rennstrecke kostet 50.000 Euro und die Eventgebühr kostet für 3 Tage 500 Euro pro Nase, dann kann jeder jetzt errechnen, wie viel Geld das da quasi einbezahlt wird, um quasi diese Rennstreckengebühr zu deckeln und mit ein bisschen Glück auch dementsprechend einmal mit einem Plus raus zum Geld. Das ist einmal die Milchmädchenrechnung. Und ich denke, ich spreche da auch im Namen aller Veranstalter, und es ist auch völlig egal, wie groß der Veranstalter letztendlich jetzt ist. Ob das jetzt ein Speer, ein Habenecker, du oder wie auch immer ist. Wenn da jetzt 3, 4 Events wären, da wo die alle Nenngebühren rückbezahlen müssten, ich weiß nicht, wie viele Veranstalter am Ende noch da wären. Einfach mal so aus Gefühl gesagt. Das ist genau das ist die Thematik. Einzelne tun uns nicht weh, das machen wir definitiv, ganz eine klare Geschichte. Ja. Wenn alle meiner 160 Fahrer, die ich eingebucht habe, beim BU Rans in Rijeka jetzt das Geld zurück wollten und das Ganze beim nächsten Event am Pannonia und beim übernächsten Abend nochmal passiert, dann wird es natürlich, ist eine Situation, wo man mal schauen muss. Ja. Logischerweise nicht. Weil wir haben Glück, weil wir haben eigentlich die letzten paar Jahre wirklich das Glück gehabt, dass wir eigentlich bei jedem Event so gut wie ausgebucht waren oder auch ausgebucht worden, und wir haben gut gewirtschaftet, und in Wirklichkeit, Gott sei Dank, dieser Polster da, den wir ja ohne dies brauchen, deswegen haben wir zum Beispiel seit Gründung meiner Firma noch nie Auszahlung gemacht, außer meinem monatlichen Gehalt, einfach, weil wir ja im Herbst immer die Rennstrecken auszahlen müssen, und das ist jetzt viel Geld über das Jahr gesehen, wo man einfach den Polster braucht, und das ist natürlich in so Notsituationen wie jetzt natürlich sehr, sehr gut. Also solange die Leute jetzt alle so bleiben, wie sie in den letzten Wochen reagiert haben, sehe ich den Ganzen relativ positiv entgegen. Ich bin sowieso ein positiver Mensch, ich sage sowieso immer. Und ich glaube, wenn das, was die Regierung in diese getroffenen Maßnahmen, ja, und die Solidarität aller, die die da ernst nehmen jetzt, und ich glaube, wir Motorradfahrer sind in Wirklichkeit ja eh bekannt dafür, dass man ja eigentlich zusammenhelfen und da ist ja sowieso üblich, mehr oder weniger, dann bin ich zuversichtlich, dass der Spuk ein baldiges Ende hat, und ja, okay, dann haben wir halt vielleicht im März in April keine Veranstaltung gehabt, wenn es blöd hergeht, vielleicht muss man, weiß ich nicht, keiner weiß ja, wie es weitergeht, vielleicht ist auch im Mai noch nicht sicher, aber nichtsdestotrotz, es gibt definitiv eine Zeit nach dem Coronavirus, und ich glaube, dann sehen wir sie halt verspätet her in der Saison, aber wir werden uns alle hoffentlich wieder auf der Rennstrecke sehen und unseren Spaß miteinander haben. Ja, das Ganze kann man natürlich nur befürworten und hoffen. Und
Ja, wir hätten alle nicht gedacht, dass das insofern sich so ausweitet. Gell? Wir haben ja von Anfang an Kontakt miteinander gehabt und dann haben wir noch beide gesagt, naja, schauen wir mal und hin und her. Aber dass das so sehr eine Ausmaße angenommen hat. Aber im Endeffekt ist es jetzt wichtig, dass die Leute tatsächlich diese Sachen befolgen, die vorgeschrieben haben, um das einfach ein bisschen zu verlangsamen und umso schneller das passiert, umso schneller sind wir auch wieder zurück. Sag jetzt mal im normalen Leben. Ja. Sonst würde man ja jetzt halt das, was wir jetzt gerade machen, ja überhaupt nicht machen. Sonst gäbe es da auch kein Gesprächsthema drüber. Und selbst wenn es ein Gesprächsthema geben würde, dann würde ich bei dir auf der Terrasse sitzen oder würde man bei dir in der Box drin sitzen und nicht du zu Hause und ich bei mir. Genau. Also, das ist ja ein Wahnsinn eigentlich. Gell? Das stimmt definitiv, ja. Genau. Wie schaut es da in Zukunft aus? Ich meine, man kalkuliert ja, ne? Du kalkulierst gewisse Dinge, du hast ein Transportfahrzeug, du hast Mitarbeiter, du hast deine Rennstreckengebühren, du hast Unkosten, Versicherungen etc. Du kalkulierst einmal ein, dass was kaputt geht, du kalkulierst einmal ein, dass du mal krank wirst, dafür das hast du einen Ersatz, den du dann bezahlen musst letztendlich. Aber ich meine, sowas in keinem Businessplan der Welt steht das drin, dass wir uns für sowas wappnen sollen, ja, mehr oder weniger. Und vor allem mir als Eventbetreiber, oder ich meine, ich bin jetzt kein Eventbetreiber, aber ich habe ja meine Coachings und die Leute haben da mich auch gebucht und die haben bezahlt. Und jetzt müssen wir natürlich auch schon, dass wir die auf die anderen Events, genauso wie du auch, ja verschieben. Aber was machen wir jetzt so eigentlich in Zukunft? Einmal so aus Zukunftsplanung, kalkuliert man sowas in Zukunft ein? Geht das? Nein, ich glaube nicht. Also ja, es ist schwer zum sagen. Ich glaube im Endeffekt, weil jetzt alle Fahrer wirklich so vernünftig sind. Und ich glaube, so wie ich hoffe, den allen Veranstaltern geht es relativ gleich wie mir, dass man wirklich, dass ich jetzt wirklich sagen kann, weil ich glaube ja nicht nur, dass ich das Glück habe, lauter Leute bei meinen Events zu haben, die jetzt so vernünftig sind und es zigiert mir jetzt keiner, es will keiner Geld zurück. Die wissen alle ganz genau, sie können sich auf uns verlassen, die, was uns kennen, ja sowieso, und die Vereinfolgen, die uns vielleicht noch nicht so gut kennen, weil sie den ersten Event gebucht haben, die werden es vielleicht, wenn sie mit anderen Leuten reden, auch erfahren, dass wir eigentlich ja eh bekannt sind, dass wir sehr tolerant sind, sowieso, und jeder, der mich kennt, weiß, was ich für ein empathischer Mensch bin, also ich denke mir sowieso immer in den anderen ein, und ich will ja keinem was schlecht, logischerweise, und also so gesehen bin ich vielleicht jetzt eigentlich eh in einer Situation, wo ich sage, ich bin momentan guter Dinge, dass das einfach jetzt mit Verzögerung vor 2 Monaten, klar, haben wir einen Gewinnausfall, es ist jetzt schon 2 Veranstaltungen, sind schon angesagt, und das ja, es könnte natürlich sein, dass jetzt weitere Veranstaltungen folgen, es schaut momentan mit den Ungarn-Veranstaltungen nicht ganz so aus, ja. Ich habe da zum Beispiel heute schon eine E-Mail gehört von einem, der relativ forsch geschrieben hat, so auf die Art, ob ich so, warum ich nicht endlich meiner Verpflichtung nachkomme und diesem Event absage, wo doch schon so viele 1000 Leute an Corona gestorben sind, da müssen die Leute ein bisschen ein Hintergrundwissen auch haben. Erstens einmal, keiner sagt uns, was in 4 Wochen ist, ja, keiner exakt. Weiß es. Ja. Der weiß es auch nicht. Also, wir wissen nicht, ob es die Sanktionen so lang gibt, wir wissen nicht, ob das so lang die Steigerungsrate mit den Leuten, was sie infizieren, so lang geht, wir wissen es nicht. Wir können Vermutungen aufstellen und uns Statistiken anschauen, aber es gibt ja doch überhaupt keinen Grund, heute eine Veranstaltung abzusagen, die in einem Monat ist. Warum? Es war ja keiner einen Monat vorher weg, oder ich habe auch keine Leute, die einen Flug buchen oder irgend sowas oder so. Also im Normalfall muss denen Leuten ja auch reichen, wenn man 14 Tage vorher sagt, ja, ist ja jetzt momentan ist ja sowieso Stillstand. Das ist ja jetzt nicht so, dass er sagt, ja, ich muss das wissen, ob man da freinehmen muss an dem Wochenende oder nicht. Glaube ich nicht. Also, die Leute müssen unsere Perspektive auch ein bisschen sehen. Es macht einen riesengroßen Unterschied. Ich glaube, ich habe es am Anfang schon gesagt, ob ich jetzt von mir aus unten am Pannonienring anrufe und sage, meine nächsten 2 Events im April, die canceln das sage ich ab. Oder ob er mich anruft und sagt, die Regierung hat Maßnahmen beschlossen, ihr könnt nicht zu uns nach Ungarn. Ich muss diesen Event stornieren. Das ist ein riesengroßer Unterschied, rechtlich gesehen. Und das müssen die Fahrer einfach verstehen, dass das so ist. Weil, wenn es nicht so war,
hätte ich vermutlich auch aus Vernunftgründen, zumindest den, der in der ersten Aprilwochenende ist, schon abgesagt. Aber ich kann gar nicht wirklich gut. In Absprache mit dem Pannonieren kann ich schon. Aber der hat mir zu verstehen gegeben, warten wir noch übers Wochenende ab, wie sich die Situation entwickelt und was die ungarischen Gesetze, weil eigentlich sind ja alle Ausgaben nur gesagt worden bis 1. April. Richtig, ja. Und unsere Veranstaltung ist von 3. bis 5. Also hat er gemeint, warten wir jetzt noch und nach dem Wochenende am Montag werden wir gescheiter sein. Und wenn ich am Montag, das ist dann glaube ich der 23. Ja. Absage, ist es ja noch immer 14 Tage vorher. Also ich glaube, da hat ja keiner dann irgendeine Schwierigkeit, dass er nicht, und finanziell sowieso nicht, das habe ich auch hoch und heilig versprochen und habe es auf der Homepage geschrieben. Es bekommt definitiv jeder sein einbezahltes Startgeld gut geschrieben. Ja. Das ist so. Für irgendeinen anderen Event im heiligen Jahr, wenn er sich dann findet, und wenn er sich im heiligen Jahr keinen findet, dann auch natürlich für 2021. Eine ganz, ganz klare Geschichte und klare Ansage, und da kann ja jeder Das, ich glaube, da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Ich glaube nicht, dass da jemand zweifelt. Ich glaube, dass die Leute einfach alle ein bisschen nervös sind, genauso wie wir auch nervös sind, in eine andere Richtung sehen. Was ich noch dazu sagen wollte, es ist natürlich jetzt schon auch so, dass ich auch meine Sachen, was das anbelangt habe, noch nicht abgesagt habe, weil ich natürlich auch sage, okay, ich warte jetzt einmal diese 2 Wochen gestartet von dem Tag an weg, wo die ganzen Shutdowns waren. Ne? Also, ja. Ob die Shutdowns ja irgendeinen Sinn und Zweck erwirken, sehen wir ja quasi erst von dem Zeitpunkt, wo sie gemacht worden haben, bis 2 Wochen. Hat sich da die Fallzahl stabilisiert oder weniger werden es nicht werden bis dahin, aber zumindest stabilisieren, dass man sagt, okay, die Kurve wird flacher. Dann kann man sagen, okay, das ist ein Weg der Besserung irgendwo in der Richtung, sage ich jetzt einmal, ja. Wie man jetzt gesehen hat, die letzten Tage und die letzten Wochen, ich bin vor, was ist denn heute? Heute ist Donnerstag. Ich bin vor nicht einmal ganz 2 Wochen, bin ich noch nach Spanien runtergeflogen und wir haben noch ein Event abgehalten, ja. Da hat noch keiner an sowas gedacht. Wenn wir gewusst haben, okay, es ist problematisch, Italien hat ein Riesenproblem und so. Aber keiner hätte das wahrhaben wollen, auch wenn schon ein paar Verschwörungstheoretiker davor geredet haben. Aber wir haben dann nach Spanien runtergeflogen, mein Sprinter stand da schon unten, wir haben den Almeria-Event gemacht. Und dann haben wir, glaube ich, telefoniert, da bin ich schon mal ein bisschen, da waren wir schon ein bisschen skeptisch mit der ganzen Geschichte, und Kroatien hat dann das Einreiseverbot gemacht. Und am letzten Tag, das war der Freitag, an dem Freitag bin ich im Turn draußen gewesen, in Almeria auf der Rennstrecke mit einem Schüler, und wir kommen rein. Und in dem Moment, wo wir reinkommen, haben alle Leute in der Box, haben fluchtartig alles zusammengepackt und einen Sprinter reingerammt und so, was ist denn da los, gell? Dann sage ich, was ist los mit euch? Ja, die machen wahrscheinlich die Grenzen in Frankreich zu. Und ab dem Zeitpunkt war, wie wenn einer einen Schalter umgelegt hätte. Ich meine, damit hat ja niemand gerechnet zu dem Zeitpunkt irgendwie. Das war nicht, mir nicht bewusst gewesen. Ich habe das Thema ernst genommen, aber dass das wirklich so krass kommt, damit habe ich nicht gerechnet. Und dann haben wir natürlich auch fluchtartig alles zusammengepackt, haben wir alles nur reingeschmissen und haben losgefahren. Und gesagt, komm, wir fahren jetzt los und wir fahren so weit, bis wir kommen. Und dann haben wir letztendlich um 2 in der Früh in Perpignan, also quasi haben wir noch in Frankreich reingekommen und haben da dann ins Hotel gegangen. Hauptsache, wir haben einmal in Frankreich. Weil ich meine, die Horrorvorstellung, in Spanien bleiben zu müssen in der Situation. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, also absoluter Wahnsinn. Und das war wie wenn du einen Schalter umgelegt hättest, also von naja, ist nicht so ganz toll und so, und Leute jammern ein bisschen, und dann hat es immer noch ein paar gegeben, die sagen, das ist sowieso ist ein Panik machen, sowieso ist ein Schmarrn. Und dann war bam. Und dann war das auf einen Schlag vorbei. Und dann ist du erst ein bisschen bewusst worden, dass du denkst hast, und dann sind wir an die französische Grenze gekommen. Und dann stehen da tatsächlich vermummte, also einbandagierte Polizisten, die um 2 in der Früh oder um 1:30, was war, Fieber gemessen haben mit einem Infrarot-Messgerät. Ich meine, allein die Tatsache, wenn du da hinkommst, im Jahr 2020,
Da denkst du, du spinnst. Also das ist wirklich Wahnsinn gewesen. Unvorstellbar. Unvorstellbar, unvorstellbar. Und dann fängst du natürlich selber an zum Spinnen. Ich meine, wenn die da dort stehen und haben natürlich vollkommen maskiert, dann bist du im Hotel und du hast bevor, dass du dein Handy oder irgendwas aufs Nachkastel legst, gell, dass du das Desinfizieren fängst, an, so einen Scheiß zu machen. Weil du bist komplett irre irgendwann, ja. Weißt du, ja. Gar nicht mehr weiß, wo ist es überall, ja. Also war nicht angenehm. Also wir waren dann froh, wenn wir daheim waren, wir sind heile heimgekommen. Und ja, aber gut, wir müssen jetzt schauen, wir müssen die Zeit umbringen, deswegen machen wir jetzt auch da ein bisschen Podcast, machen morgen mit dem Höfer Christoph ein bisschen einen Podcast über Technik etc. Genau. Also da haben wir da ein bisschen die Leute ein bisschen unterhalten, dass wir einfach, war jetzt auch mal ein wichtiges Thema, dass die Leute mal ein bisschen einen Einblick gekriegt haben in die Thematik, wie es jetzt hier als Rennstreckenveranstalter in der Situation geht. Welche Gedanken du da hast, welche Tätigkeiten du im Moment hast und dass sie dir leider keine Sorgen machen müssen um ihre einbezahlte Nenngebühr, sage ich jetzt einmal ganz natürlich. Das ist die Message im Endeffekt. Ja, in der jetzigen Situation bin ich eigentlich, du warst ja vermutlich, wir sind ja an und für sich ein Familienbetrieb, nicht? Ja. Meine Frau hilft mit, mein Schwiegersohn, meine Tochter, wir helfen alle mit. Wir haben zwar ein paar Positionen vor Ort, die dann so tageweise bezahlt werden, aber wir wenigstens außer unserer Familie an und für sich, sage ich mal. Und wir haben auch das Glück, dass unsere Struktur an und für sich relativ schmal gehalten ist. Wir haben halt nur einen Sprinter, nicht? Und Wohnwagen und dem nicht für, weiß ich nicht, ein paar Aufleger wie manch andere Große. Da ist wahrscheinlich das Ganze auch nicht so viel besser dann, nicht? Also da ist halt, ja, im Endeffekt jetzt in so einer Situation bin ich vielleicht wieder besser dran auf jeden Fall. Über das Ganze, ja, weil man sich einfach leichter durchwursteln mag, sozusagen, ja, nicht? Ja, glaube exakt. Ich persönlich jetzt. Nicht? Ja. Also ja, du, ich glaube auch persönlich, ehrlich gesagt, nicht, was da teilweise im Fernsehen, wenn du diese Sendungen alle anschaust, dass das bis in den späten Sommer hinein dauern kann. Wow. Also ganz ehrlich, bei allem, was man sich vorstellen kann, aber erstens einmal glaube ich, würde man es wirtschaftlich nicht aushalten. Richtig, ja. Nicht jetzt hier als kleiner Veranstalter oder alles. Die Veranstalter, sondern die generelle Wirtschaft in Europa, das war alles ein Kollaps, wenn das so ewig dauert. Und wenn man sich das anschaut, wie gut die Maßnahmen eigentlich alle treffen und wie gut gesagt so klar eigentlich die Zahlen aufgegangen, wo die Ansteckungen mehr werden, weil das ist ja klar, dass jetzt die nächsten zwei Wochen oder drei Wochen diese Zahlen noch aufgegangen durch die Inkubationszeit, das ist ja alles klar, aber die neuen Ansteckungen gingen wesentlich zurück, definitiv, und dann kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass das jetzt drei Monate dauern kann oder so, das ist das, was ich nicht klar, ich meine, allein in China, nicht? In China, wann ist denn ausgebrochen und heute haben die null neue, in Wirklichkeit sind der größte Teil zum Glück, bis auf die weiß ich nicht, 3000, was gestorben sind, ist sehr Wahnsinnszahl, aber es war ja trotzdem heute ja, glaube ich, weiß ich nicht, 90.000 infiziert, oder nein, noch mehr, noch viel mehr, ne? Nein, in China, glaube ich, waren es 280.000. In China, ja genau, 80.000 Infizierte, 3000 Tote circa, aber, ich glaube halt, dass bei uns zum Glück sehr früh dieses ganze die Regierungen nicht so schlecht reagiert haben und das gleich einfach so rigoros alles gemacht haben. Weil das ist das, was es relativ gut unterbinden kann, dass sich das so narrisch schnell verbreitet in Wirklichkeit. Und somit glaube ich, ist halt auch der Zeitraum relativ kurz, weil ich glaube, gar nicht, dass jetzt von Österreich die Zahlen zu sprechen, zum Beispiel, die so unendlich hoch aufgeht und somit wird es mit den Neuansteckungen nicht auch nicht so. Also, wenn mir jetzt einer sagt, es könnte sein, dass wir im Juli, August nicht mehr nicht fahren, ich kann mir es nicht vorstellen. Also, kann man es auch nicht vorstellen irgendwie. Also, das kann man beim besten. Der April wird vielleicht noch drauf gehen, ja, wenn es blöd hergeht, vielleicht haben wir im Mai auch noch Probleme, aber ich glaube, das war es dann und ich glaube, dann wird spätestens auch unsere Saison starten und. Und ja. Dann. Hoffen wir es, dass es so schnell wie möglich umgeht. Ja, genau. Können die Leute gerne ein bisschen in die Kommentare reinschreiben, was so die
Philosophien sind der Einzelnen, was jeder denkt. Also wir wollen da keine Hassdiskussionen, sondern einfach ganz, genau, ganz normale. Gerne auch Fragen zum Beispiel, die, ich weiß nicht, wie das dann funktioniert, dass man weiterleitet, die ich vielleicht jetzt das Veranstalter, weil wir da jetzt halt geredet haben, beantwortet zum Beispiel oder so. Also ja, jederzeit, genau, gerne, kein Problem. Wir sind ja weiß ja jeder, dass wir halt sowieso für unsere Kunden immer da sind und jetzt natürlich in der schwierigen Zeit genauso. Ja. Also wenn wer Fragen hat, kein Problem. Du musst mir das irgendwie zukommen lassen. Ja, die sollten das kann ich dann mitlesen. Du kannst mitlesen. Sie schreibt das, also ich tue das ja quasi in YouTube rein mit einem als Podcast und dann können die unten einen Kommentar auch schreiben. Und können da fleißig diskutieren und können uns auch Fragen stellen, wenn wir was übersehen haben oder wenn wir was nicht bedacht haben. Genau. Da kommen ein paar interessante Fragen zusammen und wir wiederholen das einfach nur einmal und thematisieren dann die Fragen, die zusammenkommen, sagen, können wir auch machen, wenn du Lust und Laune dazu hast. Wir sind eh mehr oder weniger daheim eingesperrt und haben eh Zeit, dass wir ein bisschen rutschen. Genau. Alles klar, Frankie. Ich danke dir für deine Zeit. Die Zuschauer natürlich, Dankeschön fürs Zuhörer, Dankeschön fürs Zuhören. Und ja, dann beenden wir den Podcast hier und wir hören uns beim nächsten Mal. Danke dir, Frankie. Ich danke dir, Matthias, dass du dir wirklich hast und ich wünsche allen da draußen, dass sie hoffentlich gesund bleiben und nicht betroffen sind und würde mich natürlich freuen, wenn wir uns alle in absehbarer Zeit auf der Rennstrecke wiedersehen. Danke euch. Das war der Motorrad-Podcast mit Matthias Meindl. Das bin übrigens ich. Ich würde mich natürlich auch auf ein Abo freuen und natürlich darfst du auch gerne deine Meinung zu diesem Thema unten in die Kommentare schreiben. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dahin und ciao.